Die Gier ist das Verlangen nach etwas ohne Rücksicht auf Verluste. Und dieses Etwas ist meistens Macht oder Geld. Wir haben 15 Jahre lang in einem schönen Mietshaus in Ulm-Böfingen gewohnt, in einer der schönsten Wohngegenden Ulms und das auch zu einer sehr geringen Miete. Man kann sagen, das war unsere Heimat, aus der wir vertrieben wurden. Und zwar zum 1. November 2018 gab es eben einen Besitzerwechsel. Der hat uns am 13. November, also knapp 14 Tage später, über seinen Anwalt uns ein Kündigungsschreiben zukommen lassen. Aus diesem Kündigungsschreiben möchte ich gern ein bisschen zitieren. Einer der ersten Absätze lautet: Wie bereits dargelegt, wird unser Mandant das Objekt nunmehr umbauen lassen, um es einer deutlich besseren und angemesseneren wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen. Bei der Fortsetzung des mit Ihnen bestehenden Mietverhältnisses würden unserem Mandanten nicht unerhebliche wirtschaftliche Nachteile entstehen. Ein weiterer Absatz lautet: Unser Mandant beabsichtigt, nicht nur das Dachgeschoss und den Keller des Hauses komplett umzubauen, sondern in dem Haus auch neue Zimmer zur Nutzung als WG-Vermietung herzustellen, die nahezu für doppelt so viele Bewohner wie jetzt Wohnraum schafft. Allerdings war diese Kündigung rechtlich unwirksam. Bei uns war es dann so, dass die Mieter unter uns im Haus, die haben vom Verwalter, der immer zugange war, haben die ein Angebot gekriegt über 12.000 Euro, wenn sie so schnell wie möglich ausziehen. Und da dieses junge Paar erst ein halbes Jahr drin gewohnt hat mit Baby und einfach Angst gehabt haben vor dem, was kommt, haben sie verständlicherweise das Geld angenommen und sind zum Ende Februar ausgezogen. Dadurch, dass dieses junge Paar unter uns also zugesagt hat, auszuziehen, war klar, dass er damit einen Fuß im Haus hat. Und deshalb haben mein Mann und ich uns tatsächlich was Neues gesucht und sind zum 1. März dann im darauffolgenden Jahr sind wir dann ausgezogen. Also aus unserer Wohnung konnte er vier einzelne Zimmer vermieten. Und insofern war dann der Profit, den er daraus geschlagen hat, Dreifaches von dem, was er mit einer normalen Mieteinnahme bekommen hätte. Also mit unserer Kaltmiete von 580 Euro, aus der hat er quasi viermal Einzelzimmer gemacht und somit kommt er auf mindestens 1800, 1900 Euro. Am 6. Dezember kam dann ein Schreiben, dass am 10. Dezember mit umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten begonnen wird. Und nach dem Eingang dieses Schreibens habe ich dann das SWR-Fernsehen aktiviert. Die kamen dann am 10. Dezember morgens um 6 und wir alle im Haus sind bereit gestanden für dieses Interview. Die kamen dann pünktlich und wer nicht kam, waren dann die Bauarbeiter, die um 7 hätten beginnen sollen. Die waren vorgewarnt, weil das Fernsehen musste den Besitzer informieren. Also kamen dann tatsächlich keine Bauarbeiter, aber am selben Tag wurde die Sendung im SWR-Fernsehen abends in der Landesschau ausgestrahlt. Und damit nahm das Ganze so seinen Lauf. Da kam dann die Südwestpresse mit dazu. Die Schwäbische Zeitung hat davon berichtet. Es waren auch in Ulm die Stadtoberen mit involviert in diese Geschichte. Die haben alle dagegen gewettert, aber rein rechtlich konnten sie nichts gegen den Hausbesitzer, konnten sie nicht vorgehen. Ich persönlich bin gierig nach Sonne, nach Licht, nach Natur, nach draußen sein.